Wenn die Stadt Essen ein Königreich wäre, dann wäre das hier ihr Palast. Die Villa Hügel, Sitz der Krupp-Dynastie, die anderthalb Jahrhunderte lang Wohl und Wehe der Stadt bestimmte. Krupp war das Unternehmen für Essen oder umgedreht, Essen war Krupp. Lange hielt sich der Beiname für Essen, die Kruppstadt. Auf der Suche nach einer neuen Identität wird Essen zur Verwaltungsstadt, zum Sitz der Großindustrie, zur Einkaufsstadt, zum Zentrum des westlichen Reviers. Die Zeche Zollverein ist heute Symbol für das gesamte Ruhrgebiet. Da liegt das Selbstverständnis der Essener auf der Hand. Für mich ist es immer noch die Hauptstadt. Am 5. März 1943 starten in England fast 450 Flugzeuge mit rund 1.100 Tonnen Spreng- und Brandbomben an Bord. Das Ziel? Essen. Bomben auf Krupp. Der Name Krupp ist im Frühjahr 1945 für Amerikaner identisch mit allem, wogegen Amerika in Europa kämpft. Man war ja irgendwo stolz auf Krupp. Auf die Stadt Krupp, weil es hieß, wir Kinder haben das auch mal gelernt, Krupp ist Essen, Essen ist Krupp. Und das stimmte ja auch. Die Schlacht über der Ruhr begann mit dem ersten britischen Großangriff im März 1943. Die alliierten Bodentruppen stehen im Ruhrgebiet, direkt vor dem Kruppwerk in Essen. Hier wurden Geschütze, U-Boote und Panzerteile für die Wehrmacht produziert. Die Waffenschmiede steht jetzt selbst unter Beschuss. Wie hypnotisiert sah das britische Bomberkommando immer nur die alte Gussstahlfabrik in Essen. Und dann mussten wir ab in den Bunker und das schaffte man manchmal nicht. Da lag man da hier vorne, Stock 7, Frühlingsstraße. Dann lag, weißt du, ich lag unten im Trichter mitsamt dem Koffer, weil ich hatte nach oben geguckt. Da sind schon die Flieger mit den Krupp-Raketen. Da, und viel hab den Bombentrichter nicht gesehen. Und viel mit Sack und Pack und Koffer fiel da rein. Und da war ich da 13 und hab gesagt, nee, Mutter. Mutter schrie dann immer, komm raus. Ne? Ich sagte, nee, ich will nicht mehr. Etwa 16.000 Bomben sollen in Essen allein auf das Kruppwerk gefallen sein. Werksfeuerwehr im Einsatz auf dem Kruppgelände. Diese Filmaufnahmen wurden 1943 von der Firma selbst hergestellt, um die Kriegsschäden zu dokumentieren. Sie waren natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Die Luftangriffe der Alliierten zielten aber auch auf die Innenstadt. Das Zentrum Essens ist ein Trümmerfeld. Fast 90% aller Häuser sind zerstört. Krupp dehnte sich ja fast bis in den Bereich der Altstadt aus. So kann man das ja schon sagen. Die Bilder, die man auch sieht davon, waren die Vielzahl der Schäden, die entstanden, auch die Vielzahl der Menschen, die dort ums Leben gekommen sind, die kamen mehr oder weniger aus diesem Bereich heraus. Ich bin mehrfach auch in den schlimmsten Orten in Essen gewesen. Das war dort in der Nähe von der Firma Krupp war und dort Wohnungen waren und die dann fürchterlich getroffen worden sind. Essen hat über Jahrzehnte von Krupp profitiert, ist räumlich und wirtschaftlich mit dem Industriegiganten verschmolzen. Essen sieht jetzt aus wie viele andere Orte im Ruhrgebiet nach 1945. Die ehemals pulsierenden Kohle- und Stahlstandorte liegen in Schutt und Asche. Die Leute haben das allgemein so hingenommen, haben gesagt, naja gut, das hat uns alles der Adolf, wie man ja immer so sagte, das hat uns alle der Adolf eingebrockt. Ne? Also ich glaube nicht, dass man den Krupp als Hauptverantwortlichen da gesehen hat, dass wir so hier zerbombt wurden. Ne? Der ganze Kohlenpott ist ja zerbombt worden, das hat ja nicht nur mit Krupp was zu tun.
Die Villa Hügel, der Stammsitz des heimlichen Essener Regenten Krupp, wird nun zum offiziellen Regierungssitz. Die englische Militärregierung unter Feldmarschall Montgomery macht das unzerstörte Anwesen zu ihrer Zentrale. In der Villa Hügel fallen die Entscheidungen für den Wiederaufbau der Stadt. Essen, die Kruppstadt, ist erst einmal Vergangenheit. Vorrangiges Ziel ist die Wiederherstellung der Bergbauproduktion. Um die Kohlenförderung zu steigern, werden Kriegsgefangene bevorzugt entlassen und Bergleute angeworben. Ärztliche Betreuung, Kleidungsstücke aus britischen Armeebeständen, festes Schuhwerk und Unterkunft sind im Herbst 1945 ein besonderer Anreiz. Die Kumpels werden zunächst die einzige Bevölkerungsgruppe sein, die ausreichend versorgt wird, wenn auch nicht immer ganz so musterhaft wie in diesen Aufnahmen. Und dann hing da so ein Spruchband und da stand drauf, das war dieser Hungerwinter, keiner soll hungern und frieren. Und irgendjemand flippte aus und sagte, nichts darf man in diesem Staat, nicht mal hungern und frieren. Viele neue Arbeitsplätze entstehen im Bergbau. Schon in den ersten beiden Nachkriegsjahren verdoppelt sich die Produktion. Parallel zu diesen Erfolgsmeldungen werden auch Straßen, Kanalisation und die Stromversorgung wiederhergestellt. In der Stadt normalisiert sich langsam der Alltag. Essen, Hauptort des Ruhrgebiets und Sitz der Kruppwerke. Eine der schwerst beschädigten Städte Deutschlands. Hier wie überall werden die Trümmer fortgeräumt. In Essen laufen wieder die Straßenbahnen. Und in Essen, wie in anderen Städten, sind die ersten Wagen so überfüllt, dass es nahezu unmöglich ist, Platz zu finden. Heute sagen die Leute, war ja furchtbar, ne? Aber für uns Kinder war das sensationell für uns. Das war ein gigantischer Abenteuerspielplatz. Die Wirtschaftskraft des Bergbaus ermöglicht Essen einen schnellen Wiederaufbau der Stadt. Ein historischer Umzug führt 1951 durch eine in großen Teilen schon wiederhergestellte Innenstadt. Der Anlass für diesen Umzug ist die Eröffnung der Ausstellung Schiene und Straße auf dem Messegelände der Stadt Essen. Ministerpräsident Arnold und die Würdenträger der Stadt sind anwesend. Nebenan beginnt der Wiederaufbau des Kruger Parks. Innerhalb eines Jahres wird die grüne Oase der Stadt wiederhergestellt. Essen besitzt wieder einen gesellschaftlichen Mittelpunkt. Sehen und gesehen werden. Zwischen bunten Blumen und Beeten. Seit zwei Generationen pflegen die Bürger Essens ihre Flirts und ersten Begegnungen in der Gruber. Schon in den 20er Jahren trafen sich die Pensionäre und Rentner von heute als junge Menschen in diesen Parkanlagen. Blumenhof war immer mit Tanz und da wurde natürlich immer noch geschwuft. Und das war wirklich, da sind viele Leute immer hingegangen. Wir haben da natürlich gerne, nicht wahr, die Gugger aufgesucht, dass wir neben den Besuchen, nicht wahr, der Gugger selber, auch dann abends zum Tanzen gegangen sind und haben uns gütlich getan. Das kann man so sagen. Im Blumenhof des Kruger Parks vergnügen sich die Essener Bürger. Die bessere Essener Gesellschaft trifft sich auf dem Hügel. 1952 gibt die britische Besatzungsmacht Villa Hügel ihren Besitzer zurück. Alfred Krupp bietet dem unrentablen Prachtbau, in dem sich schon der Erbauer nicht wohlgefühlt hatte, Stadt, Land und Bund als Geschenk an. Sie lehnen ab. Das Mausoleum des Gründerstils erfüllt wieder den ihm zugedachten Zweck. Es dient als Kulisse der Repräsentation. Noch einmal erstrahlt der alte Glanz festlicher Empfänge. In der Führung des Kruppschen Unternehmens gibt es eine wichtige personelle Änderung. An die Seite des Alleingesellschafters Alfred Krupp von Bohlen und Halbach tritt ein neuer Mann, Berthold Beitz. Der ist so ein bisschen von den Leuten und auch heute noch von den Essenern, der wird so als, sag ich so mal, als legitimer Krupp-Erbe angesehen, ne?
Die Zeit der Waffenproduktion ist vorbei. Jetzt wird sogenannte Friedensware hergestellt. Lastkraftwagen, Lokomotiv- und Waggonbau. Aus dem Familienkonzern wird ein international agierender Mischkonzern. Vom Aufschwung der Firma Krupp profitiert nun wieder auch Essen. Wirtschaftswunderzeit. Die Innenstadt ist voller Geschäfte, aber auch voller potenzieller Kunden. Denn im Jahr 1956 wird der 700.000. Einwohner geboren. Essen ist die größte Stadt des Ruhrgebietes. Ein guter Ort für einen neuen Bischofssitz. Im 9. Jahrhundert stand hier schon eine Stiftskirche. Später wird daraus das Essener Münster. Viele tausend Menschen stehen am 1. Januar 1958 rund um den Essener Dom und werden Augenzeugen der Einführungsmesse des ersten Bischofs im Ruhrbistum. Franz Hengsbach. Wenn ein Bistum gegründet wird in einer Stadt, dann ist es doch für die Stadt auch eine riesige Aufwertung. Und ich denke mal, da schwang ganz viel Stolz mit. Der Bischof Hengsbach, der wurde immer so als Ruhrbischof tituliert. Der war schon hier, der war schon sehr populär, muss ich sagen. Der war auch so sehr, das war so ein leutseliger Mensch. Bischof Hengsbach wird schnell ein Mann des Ruhrgebietes. Seinem Bischofsring schmückt anstatt eines Edelsteins ein eingefasstes Stück Kohle. Nur die Nachtschwärmer in der Essener Innenstadt haben mit Hengsbach ihre Probleme. Der Bischof, der hatte das Gebot, dass ab 4 Uhr kein Lokal mehr aufhaben durfte. Und dann war das Nachtleben vorbei. Das ist natürlich schon so einige Jahre zurück. Ne? Im Sport macht ein Fußballverein Essen bundesweit zur Marke. Rot-Weiß Essen wird 1955 deutscher Meister. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Ganz Essen war auf den Beinen mit umwollten alle August Gottschalk und Penny Islacker und Helmut Rahn. Die wollten sie alle sehen. Das war schon unglaublich, was da los war. Mein Lehrmeister, der hat einen Fernseher damals gehabt, da konnte ich schon das Endspiel mit anschauen im Fernsehen. Das war natürlich, ich vergesse ihn mein Leben nicht, da hat einer von uns den seinen Kronleuchter runtergerissen von der Decke, von Torjubel, packt statt im Packet und zieht das Ding mit runter. Rot-Weiß Essen schlägt Kaiserslautern und wird deutscher Fußballmeister. Vielleicht, weil zu dieser Zeit ein gewisser Helmut Rahn bei Rot-Weiß spielt. Der Weltmeister von 1954 mit dem Spitznamen Der Boss. Ein großer Fußballer, der sich nach seiner Karriere als kleiner Autohändler durchschlägt. Der Helmut Rahn war eine Riesennummer hier in Essen, das muss man einfach mal sagen. Helmut Rahn, den kannte jeder. Und Helmut Rahn, der hat ja auch nichts anbrennen lassen. Der war ja auch sehr, wenn man so sagt, sehr lebenslustig. Ich will nicht leuchten, ich habe immer mal ein Bier getrunken. Ich kenne auch wenig Fußballer, die nach dem Spiel sich nicht mal ein Glas Bier erlauben. Sicher die Schlagzeilen, die da gebracht worden sind, ob die nur alle der Wahrheit entsprechen, das weiß nur praktisch der Helmut Rahn, wenn er sie gelesen hat. Und ich habe mir dann mein eigenes Urteil darüber erlaubt und habe gesagt, was soll's. Der Helmut brauchte, glaube ich, überhaupt nie eine Marke in der Tasche zu haben. Den wollten sie alle besoppen machen, auf Deutsch gesagt. Und das war ja auch meiner Ansicht nach, was wir so als Jugendliche mitkriegten, dass sie den morgens geweckt haben, dann konnte der Fußball spielen. Das war einmalig. Helmut Rahn erscheint jetzt auch auf den Klatschseiten der Zeitungen. Denn Essen wird zum Treffpunkt der Stars. In Essen wurde mit der Lichtboot die größte und eine der schönsten Filmbühnen Westdeutschlands eröffnet. Mit dessen Film Wiener Mädeln die Lichtburg eröffnet wurde, stellt sich dem Publikum vor. Das Publikum freut sich über die moderne Filmbühne und den Filmstar und feiert Willy Forst. Die Lichtburg ist in den 50er Jahren ein idealer Ort für die große Show. Rund um die Weltpremieren und deutschen Erstaufführungen. Nicht nur Sissi, also Romy Schneider, sorgt für einen Massenandrang in der Essener Innenstadt.
Große Namen auf dem roten Teppich. Deutscher Fußballmeister und ein eigener Bischof. In den 50er Jahren fühlt sich Essen als heimliche Hauptstadt des Reviers. Ob das heute noch so stimmt, das wage ich im Augenblick nicht zu sagen. Aber für die damalige Zeit war Essen schon, haben wir das Gefühl gehabt dabei. Die Essener Industrie boomt. Nicht nur die Stahlproduktion, auch der Bergbau. Die Zeche Zollverein erreicht 1953 mit einer Jahresproduktion von 2,4 Millionen Tonnen Steinkohle die höchste Förderung in ganz Deutschland. Im Essener Norden bilden Fördertürme das Stadtpanorama. Ob beim Fußballspielen oder beim Schwimmen im Nordbad. Erholung im Schatten der Zechen. Für uns Kinder war das ganz toll. Aber es war noch die Zeit, wo du wirklich alle zwei Tage ein bisschen den Ruß von der Fensterbank machen musstest. Ne? Also das war schon noch so. Die Essener haben ein einzigartiges Naherholungsgebiet. Im Süden der Stadt am Baldener See, dem größten der Ruhrstauseen, fühlen sich die Menschen wie in einer anderen Welt. Das war schon so ein Ausflugsziel. Und ich meine, für die Leute im Essener Norden, die sind dann auch schon mal gerne zum Baldener See gefahren. In den Ruhrhöhen gibt es einige bekannte Cafés. Die Schwarze Lehne und die Heimliche Liebe. Treffpunkte zum Kaffeeplausch. Da kam aber auch Hunz und Punz, ging dahin. Da gab es leckere Muscheln im Winter. Da gab es im Sommer ein großes Schnitzel. So Dinger, die zogen an und da gingen Familien rein und raus. Heute ist Baden wegen der schlechten Wasserqualität nicht mehr erlaubt. In den 50er und 60er Jahren nimmt man es mit der Qualität des Ruhrwassers noch nicht so genau. Das war wirklich eine Oase. Du konntest in der Ruhr auf der Wiese liegen, konntest schwimmen und so. Und die Leute sind hingegangen, weil es die schönste Stelle war. Es war damals für Essen, war es ganz zweifellos ein Anziehungspunkt geworden. Das kann man sagen. Und das auch noch ganz in der Nähe von Villa Hügel. Im Jahr 1873 wurde die Villa Hügel von Alfred Krupp errichtet. Zu dieser Zeit wohl das größte Einfamilienhaus im Deutschen Reich. Ab 1953 wird der ehemalige Familiensitz vor allem als Ausstellungsraum und zur Repräsentation genutzt. Die Villa Hügel, früher für die normalen Bürger nicht zugänglich, entwickelt sich jetzt zu einem Ausflugsziel. Also wenn wir am Baldener See in der Gegend spazieren gegangen sind und ich habe dieses Gebäude gesehen, habe ich mir auch gedacht, man, da wohnt bestimmt fast ein Kaiser. Ich kann mich zum Beispiel noch an den berühmten Haile Selassie da erinnern, dieser äthiopische Kaiser. Der ist dann hier auf die Villa Hügel gefahren. Da standen die Leute wie jetzt in London, wenn Königin Elisabeth da Hochzeit macht. Standen die Leute alle am Straßenrand, haben mitgejubelt. Ein Kaiser zu Gast bei den Krupps. Wenn Essen zu dieser Zeit die heimliche Hauptstadt des Reviers ist, so ist die Villa Hügel immer noch der gefühlte Regierungssitz. Krupp beeinflusst nicht nur das wirtschaftliche, sondern auch das gesellschaftliche Leben. Die Villa Hügel in Essen war der glanzvolle Rahmen für eine märchenhafte Modenschau vor einem illustren Publikum. 1000 geladene Gäste sahen 100 neue Modelle von Christian Dior. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mutter, ich fahre dich, ich bin jetzt dein Chauffeur, ich fahre dich jetzt bis vor den Eingang von Villa Hügel und du steigst aus und ich parke das Auto. Krupp bleibt auch weiterhin ein besonderes Stück Essen. Ich sehe es jetzt im Nachhinein erst so, dass Essen doch so von Krupp auch mitgestaltet worden ist, dass ich als Kind sogar eine Wohnung von ihm, sag ich mal, bekommen habe. Eine Wohnung auf der Margaretenhöhe, Deutschlands vielleicht schönste Gartenstadt. Schon 1905 errichtet, bleibt sie durch alle Jahrzehnte ein fester Wohnort für die Kruppianer.
Auch das kulturelle Leben in Essen wird durch das Engagement von Krupp und seiner Kulturstiftung geprägt. Der Neubau des Folkwang-Museums im Jahr 1960. Große Meister und millionenschwere Werke. Da waren wir auch schon, ja. Aber das ist schon interessant. Soweit muss man auch vorzeigen können. Ja, sonst sagen die ja auch, was habt ihr denn hier vorzuzeigen? Die große Zäsur in der Geschichte Essens und seines Vorzeigeunternehmens kommt 1967. Der Tod des letzten Krupps. Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, der letzte Alleininhaber des Unternehmens, das früher in der Welt mit Essen identifiziert wurde, stirbt am 30. Juli 1967. Er hat eine durch sein Testament errichtete gemeinnützige Stiftung zur Alleinerbin seines Vermögens eingesetzt. Der Erbverzicht seines Sohnes Arndt ebnete den Weg. Die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung wird die alleinige Gesellschafterin der neuen Firma Friedrich Krupp GmbH. Mit dem Tode des letzten Krupp und mit der neuen Rechtsform des Unternehmens geht eine Ära zu Ende, die mit dem Schicksal Essens zutiefst verbunden ist. Der Wandel entspricht dem veränderten Bild der Stadt, ihrem neuen Selbstverständnis. Essen nimmt Abschied. Was hier noch im Modell gezeigt wird, ist in den 60er Jahren Wirklichkeit. Ob Wohnhaus oder Bürogebäude, die Stadt schießt in die Höhe und symbolisiert so ihre Bedeutung für die Region. Essen gilt als Schreibtisch des Ruhrgebietes. Alle wichtigen Entscheidungen für das Revier fallen in den Essener Hochhäusern. Die Konzernzentralen von RWE, der Ruhrkohle AG oder Thyssen stehen für den Wandel der Wirtschaftsstruktur und die Karrieren der Bergarbeiterkinder. Durch die vielen großen Firmen, die hier angesiedelt sind, es hat ja alles so eine Verwaltungsgestalt. Es sind meist dieselben Leute, wo die Väter meist Bergleute waren. Und der Junge soll was Besseres lernen, der wurde dann Beamter. Eine Stadt im Wandel. Viele Neubauten haben der Stadt ein neues Gesicht gegeben. Mitte der 60er Jahre erkennen ältere Essener Bürger ihre Innenstadt nicht wieder. Die Alten sehen die neue Stadt. Auf dem engen, mittelalterlichen Grundriss der Kernstadt sehen sie das moderne Geschäfts- und Verwaltungszentrum, das nach den Jahren des Wiederaufbaus ständig im Wachsen begriffen ist. Die Stadt plant und baut für die Zukunft. Sie ist offen nach allen Seiten, vorbereitet auf den Verkehr von morgen. Der turbulente Großstadtverkehr verliert auch für die alten Menschen seine Gefahren. Markantes Beispiel ist der zur Stadtautobahn ausgebaute Ruhr Schnellweg. Mit Fußgängerüberwegen und Tunnels. Der alte Bürger, der vielleicht noch selbst in einem jener engen, düsteren Quartiere der Vergangenheit aufwuchs, sieht mit Staunen die neue Form des Wohnens. In weiträumigen, durch Grünanlagen aufgelockerten Siedlungen. Die größte Grünanlage der Stadt ist nach wie vor der Gruger Park. Vor der Kriegszerstörung schon die grüne Lunge der Stadt. Jetzt, nach Um- und Neubau, wieder das sonntägliche Ausflugsziel Nummer 1 in Essen. Ruger Park war ja selbst auch wie so ein kleiner Zoo sogar. Da waren ja auch Tiere und so weiter noch mit drin. Viel Blumen, viel Grün. Naja, also da sind schon interessante Sachen zu sehen, wenn man eben Naturfreund ist, ne? Die Gruger ist das Postkartenmotiv schlechthin in Essen. Liebe Schwester, ein Frühlingsmorgen in der Gruga. Hier entfaltet sich die Herrlichkeit der Natur. Viele Grüße, deine Bertha. Im Jahr 1965 kommt sogar die Buga zur Gruga, die Bundesgartenschau. Wenn ich im Ballon bin oben und habe Gäste dabei und wir fahren hier über die Gruga hinweg oder wir fahren über Stadt, über Gebiete, Waldgebiete, die herrlich aussehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin stolz auf meine Stadt. Das sage ich in Offenheit, das sage ich in aller Offenheit. Da brauche ich keine Hemmung zu haben. Die große ruhrländische Gartenausstellung, kurz Gruga, und der lange farbenfrohe Sommer 1965. Über Jahrzehnte wird es keinen Essener geben, der nicht im Gruger Park einen Spaziergang machen wird.
Ruhr Park war schon sowas, wo die Eltern hingegangen sind, was man eben gut fand. Und das ging dann nahtlos über mit guten Erlebnissen als Jugendlicher, wo dann in der Grugahalle richtig was los war, Konzerte waren. Und man immer, weil man keine Kohle hatte, versucht hat, da umsonst reinzukommen. Direkt neben dem Gruger Park wird 1958 die Gruger Halle eröffnet. Ihre Schmetterlingsform macht sie unverwechselbar. Sie ist groß, modern und verkehrsgünstig gelegen. Ein Ort, der Musikgeschichte schreiben wird. Gruger Halle, da war schon alles, was Rang und Namen hatte, ne? Also Stones, The Who, alles. Die waren ja alle hier vertreten. Beatles, alles. Die Halle war aber auch zu der Zeit enorm toll. Der Vorraum schon alleine, du konntest da an zig Meter kommt man trinken, Bar aufgebaut, hübsche Kellnerin und weiß der Kuck, du konntest die ganze Nacht da verbringen. Ne? Well, rockin' holiday, rockin' die Liste der legendären Auftritte ist lang. Sie beginnt 1958 mit dem Konzert von Bill Haley. Now, when the Saints go war, ja, da war ja eine Stimmung, da kam die erste halbe Stunde ging es ja noch. Ne? Und die Euphorie war ja unheimlich groß. So eine Musik, die war ja noch nicht allzu lang und selbst ich habe auch ein paar getrunken, also man muss sagen, nicht ein paar, sondern ein paar zu viel. Wie der Krawall danach ging, weiß ich jetzt selber nicht mehr. Jedenfalls weiß ich nur noch, dass die einzelnen Stuhlreihen rausgerissen wurden. Das Ding war total platt nachher. Ne? Ja, sicher. Bei Bill Haley habe ich auch noch mitgeholfen, ein paar Stühle dazu zertrümmern. Show me the air. 1966, Jean Baez bei der Knappenparade. Es folgen die Beatles, die Stones und als Höhepunkt die Essener Songtage im Jahre 1968. Den Essenern war bei der Sache nicht so ganz wohl. Sie befürchteten eine Invasion von Gammlern, ein Polit-Happening. Ein Hauch von Umsturz lag in der Luft. Die Stadtväter trösteten sich wohl mit dem alten Vers, wo man singt, da lass dich ruhig nieder, denn böse Menschen singen keine Lieder. Da war ja eben Wessen wirklich vorne dran, also angefangen mit den ersten Essener Songtagen, war ja wirklich kulturell eine Zeit lang wirklich Essen ganz vorne, also auch deutschlandweit kann man sagen. Eine neue Musik, ein politisches Festival und ganz neue Typen. Wie ich erst mal Hippies gesehen habe, erst mal Leute, die rumzogen mit Schlafsäcken und so. Da war ich aber noch geschniegelt mit kurzen Haaren und ging noch zur Engelbertkirche, zur Messe. Und da lungerten überall irgendwie die Hippies rum. Und das, wer da gespielt hat, das war wirklich, ne, alles, was Rang und Namen hatte, wo es ja gerade so losging. Ne? Abschaum der Menschheit, hören Sie doch auf. Gehen Sie mal rauf, gucken Sie sich das mal an. Ich habe selbst einen 14-jährigen Sohn und wenn der so rumlief wie die hier, den würde ich totschlagen. Das ist meine Meinung. I don't know enough about Germany. This is the first time I've come here. We haven't played here yet. Ich bin zum ersten Mal in Deutschland, aber das Einzige, was ich hier bemerkte, ist, dass die Menschen anscheinend lieber über Musik reden, als hier zuzuhören. Ja.
Zwei Jahre später wird es dann wieder etwas ruhiger. Das nächste große Event, das internationale Pop- und Blues-Festival. Weniger Protest, mehr Musik, mehr Stars. 1970 sollte Hendrix beim dritten Pop- und Blues-Festival in der Grugahalle spielen. Und ich habe wirklich meine Mutter bekniet, bis zum Abwinken, dass mit meinem großen Bruder zusammen, dass ich dahin kann. Und die hat sich wirklich die letzten Kröten zusammen gespart, um mir das Ticket da zu kaufen, weil, also uns beiden, weil ich einfach völlig, völlig fanatisch war. Und dann hatte ich das Ticket und zwei Wochen vor dem Konzert ist Hendrix eben gestorben. Und das war dann war ich trotzdem bei diesem Festival, aber es war ein Grauen. Die Grugahalle bleibt über Jahre hinweg nicht nur ein musikalischer, sondern auch ein politischer Ort. Bei Auftritten von Politikern gibt es auch handfeste Auseinandersetzungen. Die Proteste richten sich gegen das Establishment. Das wohnt im wohlhabenden Süden und die Arbeiterquartiere liegen im Norden. Essen ist eine geteilte Stadt. Essen erstreckt sich von den romantischen Ruhebergen bis in die Emscher-Zone hinein. Im Süden lässt sich's leben. Hier siedelt nicht ohne Grund die High Society. Denn hier ist es schön, hier weht ein Hauch von Romantik. Doch hier katapultierten Landschaftsreiz, Prestige und starke Nachfrage den Grundstückspreis ganz unromantisch in die Höhe. Aber wer Lebensstil pflegt, wer auf sich hält, der plante, kaufte und klinkerte im Süden. Und im Süden waren ja keine Zechen, da war ja Industrie so gut wie gar nichts. Da waren die Kaufleute, ne? Oder vielleicht noch ein bisschen mehr Verdienende, noch besser Verdienende, die sich da, heute kommen sie in verschiedene Straßen im Bredener ja gar nicht rein, wenn du da nicht eine Karte ziehst. Im Süden liegt auch das Essener Naherholungsgebiet. Wälder zum Wandern, Ausflugslokale zum Verweilen. Für mich als Jugendlicher war es so, dass die zwei Welten waren, ich sag's mal, ein wenig überspitzt zwischen Urlaubsgebiet und Arbeitsgebiet, was man sehen konnte und auch emotional so empfinden konnte, ne? Auch das Essener Stadtzentrum, die City, gehätschelt und gepflegt, modern und gewichtig, kann sich sehen lassen. Doch abrupt hört diese städtische Herrlichkeit auf, wenn man weiter gen Norden wandert. Straße und Schiene ziehen sich wie ein Trennungsstrich am nördlichen Stadtrand entlang. Mein Vater ist 68 gestorben und da hat meine Mutter eben mit uns, ich habe noch einen Bruder, eine Wohnung gesucht und wir haben uns wirklich mit Händen und Füßen, wenn wirklich irgendwo im Norden einer anzugucken war, haben wir uns mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Die Definition von Zuhause fällt in Essen zu dieser Zeit sehr unterschiedlich aus. Ja, das ist also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das wird auf so schnell nicht zusammenwachsen. Es gibt nicht ein Ding, wo man sagen könnte, das ist Essen. Zumindest im Zentrum bemüht sich die Stadt, ein gemeinsames Essen zu schaffen. Die Umbauarbeiten der 60er Jahre werden fortgesetzt. Essen will Metropole werden. Und dazu braucht es nach Überzeugung der Politik Aushängeschilder, repräsentative Gebäude und eine neue Infrastruktur. Diese ein paar hundert Meter lange Baustelle wird, wenn sie fertiggestellt ist, in ein paar Jahren, den Ruhrschnellweg und die Straßenbahn unter dem Pflaster hinweg mitten durch die Stadt führen und dann mindestens 60 Millionen Mark gekostet haben. Von Tag zu Tag sah man da wie ein Bau hochschießen, also da wieder was Nettes. Um den Bürgern den aufwendigen Ausbau der Stadt schmackhaft zu machen, lässt die Stadtverwaltung im Jahr 1969 sogar einen Werbefilm anfertigen. In Essen fahren heute 139.000 Autos. In 10 Jahren sind es doppelt so viel. Prost Mahlzeit, ich lebe aber heute. Der Oberstadtdirektor Dr. Rewold muss an morgen denken. Und die Männer der städtischen Bauverwaltung planen für die Zukunft. Fantasie müssen sie haben und Visionen. Dennoch sind die Essener nicht so richtig überzeugt von ihrem neuen Stadtzentrum.
Da nutzt auch der außergewöhnliche Tanz auf dem Beton aus dem Werbefilm wenig. Die häufig verwendete Beschreibung lautet praktisch, aber nicht schön. Und da waren noch einige alte Gebäude, die da nach und nach ganz schnell abgerissen worden sind. Und das war immer irgendwie Baustelle und immer kam immer was Schäbiges irgendwie hinterher, wurde dahingestellt. Und das war damals schon immer so das Thema, dass hier einfach abgeholzt wird und nicht mit Bedacht auf ein gutes Äußeres irgendwas dahin geballert wird. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob alle Oberbürgermeister in Essen oder die Verwaltung in den 70er Jahren da wirklich klug für die Zukunft gehandelt haben. Ein besonderes Politikum, der Umgang mit dem historischen Rathaus. Da schaffen jetzt nicht mehr die Beamten, sondern die Bauarbeiter. Sie reißen das Essener Rathaus ab. Es ist verkauft worden. Ein neues Rathaus gibt es aber noch nicht. Eines Tages, ganz gewiss, wird es jedoch an dieser Stelle stehen, nahe dem Porscheplatz. Also da müssen sich die Leute müsste man heute noch erschlagen, die das beschlossen haben. Ne? Ein wunderschönes altes Rathaus, so neoklassizistisch, herrliches Ding, das haben sie einfach abgerissen. Weg. Und dann wurde da so ein 0815-Kauf aus Horten hingebaut, was 10 Jahre später auch wieder platt war. Das war die Sanierung. Der 1. Juli 1975. Für die Stadt Essen ein ganz besonderer Tag. Tausende interessierter Bürger schauen ihrem Oberbürgermeister zu, der technisches Neuland betritt. Schatzsuche. Der OB hat Glück. Er wird fündig beim ersten Baggergriff, beim ersten Spatenstich für den Bau des neuen Rathauses. Zu dem Rathaus möchte ich lieber nichts jetzt sagen. Ich weiß nicht, musste es sein oder musste es nicht sein. Da das alte Rathaus nun einmal weg ist, braucht man ein neues. Und da hat Essen schon seit Jahren ein ganz besonderes Projekt im Kopf. Eine riesige Baugrube für ein gigantisches Gebäude. Der Standort nicht mehr im Zentrum, sondern am Rande der Innenstadt. Rund um den Porscheplatz. 200 Millionen D-Mark Baukosten. 23 Etagen. 106 Meter Höhe. Der architektonische Grundgedanke wird klar erkennbar. Das Rathaus mit seiner eigenwilligen Form soll städtebauliche Dominante sein. Als höchstes Rathaus Deutschlands, das neue Wahrzeichen der Stadt Essen. Weithin sichtbar, harmonisch eingegliedert in die Stadt- und Parklandschaft seiner Umgebung. Naja, da lässt sich drüber streiten. Vielleicht ist es zweckmäßig, aber ich finde es gerade nicht so prickelnd. Aber naja, so ist es halt mit so Zweckbauten. Das Zentrum zeigt den neuen Wirtschaftsstandort. Die Stadtteile im Norden stehen eher noch für die Vergangenheit, für Kohle und Stahl. Essen-Katernberg in den 80er Jahren. 100% Ruhrgebiet. Aber damit ist es 1986 vorbei. Die letzte Essener Steinkohlezeche schließt. Es ist das ehemals größte und modernste Bergwerk in Deutschland. Die Zeche Zollverein und die letzte Schicht am Tag vor Heiligabend. 1986. Das war Ihre letzte Nachtschicht hier auf der Zeche Zollverein. Wie fühlen Sie sich? Ja, wie soll man sich fühlen, ne, nach 25 Jahren Zollverein? Nicht besonders gut, ne? Ja, man ist schon so ein bisschen traurig, ne, aber man kann froh sein, dass man die Arbeit behalten kann, ne, dass man verlegt wird. Verlegt in den Norden des Reviers. In Essen gab es einmal 50.000 Bergleute. Jetzt verliert man auch noch die letzten 1.300. Essen ist jetzt kohlefreie Zone. Aber die Spuren des Bergbaus ziehen sich auch weiterhin durch den Norden der Stadt. Ihre Wohnung hat eine Besonderheit, die typisch für Bergmannssiedlungen ist. Die Schieflage. Sie leben damit schon die ganze Zeit? Ja, wir leben damit. Am Anfang war es ja nicht ganz so schlimm. Es wird immer schlimmer. Es sind eben Bergschäden und... Katernberg, stellvertretend für den Essener Norden, liegt am Boden. Doch der Wandel einer Bergbauregion bekommt plötzlich einen ganz neuen Impuls.
Die Zeche Zollverein wird vom Land Nordrhein-Westfalen gekauft und unter Denkmalschutz gestellt. Später wird sie sogar Weltkulturerbe. Der Startschuss für ein großes Investitionsprogramm. Bergleute gibt es jetzt nur noch über Tage. Als sachkundige Führer durch die Industriedenkmäler. Können Sie sich mal hier so ein bisschen gruppieren? Wir stehen jetzt hier an den Siebtrommeln. Kultur, wo früher mal Lucht wurde. Tanz und Design breiten sich in den alten Bergwerken aus. Was früher grau war, ist jetzt bunt. Das ist mir alles zu elitär geworden. Also wenn da ist, da haben sie alle eine Tanzakademie, dann sind da Ausstellungen. Da fehlt mir zum Beispiel mal eine richtige Kneipe drin. Eine ganz normale Kneipe, wo ich ein Bier trinken kann für 1,30 oder 1,40 und eine Frikadelle essen kann und vielleicht noch ein Kotelett essen kann für einen Fünfer. Ihren kulturellen Höhepunkt erreicht die Zeche Zollverein im Jahre 2010. Essen wird Kulturhauptstadt Europas. Eigentlich ist es ja das ganze Ruhrgebiet. Aber Essen wird stellvertretend für die Region ausgewählt. Nicht Dortmund, nicht Duisburg, nein, Essen. Ich meine, Essen fühlt sich so als heimliche Hauptstadt des Ruhrgebiets. Da ist schon, denke ich, ein Bewusstsein, dass Essen sowas von heimlicher Hauptstadt hat. Ja, das stimmt schon. Also das habe ich auch so mitgekriegt. Also man hatte immer das Gefühl, Essen ist eigentlich schon die zentrale Stadt im Ruhrgebiet. Es ist sicher die Silhouette des Reviers, die am ehesten an eine Metropole erinnert. Essen als Heimat einiger der umsatzstärksten Wirtschaftsunternehmen in Deutschland. Man sieht es schon von der Ferne. Also wenn man einen guten Blick hat, dann sieht man die 4, 5 Riesen doch als Skyline. Und es hat natürlich was Modernes, ist klar. Essen im 21. Jahrhundert. Das Panorama vieler klingender Namen, die aber immer noch im Schatten des einen ganz Großen stehen. Wer weiß schon, dass hier RWE sitzt oder E.ON? Das wissen ja, die meisten Leute können ja da, vor allen Dingen, wenn du irgendwo anders bist, in Süddeutschland, wissen ja gar nichts mit anzufangen. Aber so Krupp, das verstehen die ja alle, ne? Und Krupp ist jetzt auch wieder da. Heute als fusionierter Konzern ThyssenKrupp. Die Konzernzentrale ist zurückgekehrt nach Essen. Von den vielen tausend Mitarbeitern kommen aber heute nur noch wenige aus der ehemaligen Kruppstadt. Nur der alte Glanz ist geblieben. Die Villa Hügel thront wie eh und je über der Stadt. Und die Margaretenhöhe ist die Vorzeigesiedlung des Ruhrgebietes. Aber die Menschen sind keine Kruppianer mehr. In Essen ist man jetzt Essener. Ohne Titel, aber mit viel Ruhrgebiet. Ich liebe die Art der Menschen. Das ist deine Heimat. Und die Heimat, die gebe ich nicht auf. Mich kriegt keiner weg. Ich sage, wenn, da muss ich mir mit schon mit einem Seicher wegfahren. I went down. Essen. Essen, die Stadt mit den vielen Titeln. Von der Krupp zur Einkaufsstadt, von der Geteilten zur Verwaltungsstadt. Ob nun heimliche oder Kulturhauptstadt. Essen ist auf jeden Fall die Metropole im Revier.